Was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Roblox-Video. Wir spielen heute wieder den Pet Simulator X und wir machen heute, wie versprochen, das große Egg-Opening mit über 100 Millionen Candy. Das heißt, schaut das Video bis zum Ende, smash den Like-Button und gebt mir gerne einen Daumen nach oben, um den YouTube-Algorithmus zu boosten und dem Video nach oben zu verhelfen. Ich habe 129 Millionen Candy. Und das eigentlich auch nur, weil ich hier schon die Spooky Upgrades gemacht habe. Das heißt, Mythical Pet Chance habe ich schon auf 4, More Candy auf 4 und Legendary Pet Chance so auf 5. Und die Preise werden halt extrem hoch. Das heißt, ich habe 2 Nächte schon AFK gefarmt, aber ich kriege halt nicht genug Candy rein. Ich muss das dann hier jetzt upgraden. Wichtig ist, ich sag's lieber noch einmal, hier steht's auch. You keep upgrades even after event ends. Das heißt, die Spooky Upgrades sind super wichtig, denn wenn das Event vorbei ist, das Halloween Event, behaltet ihr diese Upgrades. Vor allen Dingen diese Chancen sind wichtig. Macht das. Denn nach dem Upgrade, beziehungsweise nach dem Event, Entschuldigung, wird natürlich ein neues Event kommen, ein neues Update, wo es wieder bessere Pets gibt. Das ist völlig egal. Die Pets sind egal. Macht diese Spooky Upgrades. Wichtig, glaubt mir. So, 129 Millionen Candy. Lass uns da mal rein daddeln und das erste Ei öffnen. Währenddessen erzähle ich euch einfach, ich habe schon ein Big Present geöffnet. Dieses Big Present lohnt sich tatsächlich für Diamanten. Zudem habe ich... Und? Ah, 2 Vampire Beds. Zudem habe ich den mystischen Händler auch schon getroffen. Und der lohnt sich richtig. Oh, Werewolf, Epic. Der lohnt sich richtig, denn der hat für 6 Millionen Diamanten oder sowas, glaube ich, einen Ghoul gehabt. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Ich habe den erst einmal getroffen. Aber der hat sich richtig gelohnt vom Preisen her. Also da können bestimmt der ein oder andere von euch sich ein gutes Pet kaufen. Und wir öffnen jetzt ja einfach rein Pets und hoffen natürlich, dass wir den Pumpkin Cat bekommen, beziehungsweise die Pumpkin Cat. Aber die Chance, Pumpkin Cat zu bekommen, soll so niedrig sein. Fast... Ich habe keine Ahnung. Irgendjemand hatte was in den Kommentaren von 0,01 irgendwas geschrieben. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir ihn bekommen. Oh, ich habe vergessen, Lack zu aktivieren. Das müssen wir schnell machen. Super Lack. Bam. Ultra Lack. Bam. Rein damit. Und dann ziehen wir weiter. Oh, habe ich vergessen. So. Hoffen wir mal auf was Besseres jetzt. Werewolf. Epic. Da freue ich mich auch drüber. Die sind nämlich tatsächlich nicht schlecht. Und dann müssen wir mal gucken. Ah, ein Vampire. Schade. Boah, ich brauche Auto-Hedge und dreifach. Aber ist ja auch egal. Kostet wieder nur Robux. Das sind tatsächlich Faulheitssachen, ne? Ich kann das ja auch einzeln öffnen. Und jetzt gucken wir einfach mal. Ansonsten mache ich mir nämlich eine Menge Goldene. Aber ich brauche unbedingt noch ein paar Grim Reaper. Ich hoffe, dass einfach die Grim Reaper heute ein bisschen fallen. Vielleicht haben sie ja sogar die Chance erhöht mit dem neuen Ei. Man weiß es nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mittlerweile die Chancen kennt oder ob die irgendwo geleakt wurden, aber ich glaube nicht. Ich habe es nicht gefunden, ich habe gesucht. Aber meine Zuschauer wissen oft mehr als ich selbst zu den Spielen. Mal gucken. So, wir öffnen weiter Eier. Haben aber bisher gar kein Glück. Aber ihr habt beim letzten Mal das Egg-Opening mega gefeiert. Deswegen sehr, sehr, sehr gerne den Like-Button smashen und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr mehr Egg-Openings oder ob ihr Egg-Openings allgemein mögt oder Case-Openings, wie man das auch nennen mag. Dann mache ich das vielleicht auch in anderen Spielen. Und wir hauen jetzt hier einfach rein. Ich meine, 100 Millionen ist schon eine Hausnummer. Da können wir schon einige öffnen. Okay, ich habe aber heute schon wieder, man muss fairerweise sagen, ich hatte eine Billion heute, morgen. Und habe mir dann halt diese Spooky-Upgrades noch geholt, ein paar. Die waren einfach weg. Die waren einfach weg. So, bam, weg. Aber macht ja nichts. Alles gut. Dafür macht man ja das AFK-Farming. Und, ach so, ich habe vergessen. Der MLG hat mir tatsächlich den Dark Matter Werewolf geschenkt. Vielen lieben Dank an der Stelle und Grüße gehen raus an dich. Und ich selbst habe auch noch ein paar Dark Matter momentan in der Mache. Da bin ich gespannt. Eins ist morgen fertig und das andere, glaube ich, in 4 Tagen. Das dauert noch ein bisschen. Aber es ist auch nur ein Werewolf und ein Vampire Bat. Da ist der erste Legendary Grim Reaper. Nice, den brauche ich noch. Da will ich mir auch noch unbedingt einen Dark Matter machen. Das Problem ist, wenn ich mir einen Dark Matter Grim Reaper mache. 1, 2, 3. Oh, das dauert noch. Oh, ich meine, wenn ich jetzt noch 2... Oh, nee. Das dauert noch. Aber ich hätte trotzdem gerne einen. Mal gucken. Oh, da könnt ihr mir übrigens auch helfen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Der... Oh, da ist irgendwas gespawnt. Wir gucken mal gerade. Traveling Merchant. Nein, das ist der normale. Den brauchen wir nicht.
Der Dark Matter Legendary Grim Reaper. Wie viel Angriffskraft hat er? Das würde mich mal mega interessieren. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Denn dann weiß ich, ob es sich lohnt, meine ganzen goldenen Grim Reaper dafür aufzugeben. Weil meine Armee besteht momentan nur aus goldenen Grim Reapern. Wieder ein Mythical, nice. Ein Epic, schön. Komm jetzt, gib mir einen guten. Oh, Ack-Elite. Ich bin erst bei Ack-Elite 2. Wir müssen unbedingt mehr Eier öffnen, ich merke das schon. Aber vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück hier, mal gucken. So, weiter geht's. Wieder nur ein Vampire. Komm schon. Ah, ich will keine Vampires. Obwohl ich beschwere mich nicht. Ich finde Vampires auch gut. Aber ich will halt keine. Ich hätte gerne noch einen Grimm. Komm schon, gib mir den Grimm. Hm, ich schwöre euch, das 666 Carpet war so, oder das Ei war so OP. Die Leute haben sich da so krass hochgefarmt mit dem 666 K-Ei. Ah, das haben wir leider verpasst. Also ich habe es leider verpasst. Ich hätte das dann auch machen sollen. Ich hätte mir gewünscht, dass Preston bzw. Big Games das einfach rückgängig macht. Das ist jetzt wieder mit dem das Upgraded Egg wieder zum 666K Egg wird. Mit der Pumpkin Cat. Das wäre cool gewesen. Schade. Aber gut. Weil so haben nämlich viele einen unfairen Vorteil, die das alte Ei benutzt haben. Aber was soll's. Ich meine, wir reden hier von einem Simulator. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre hier irgendwie ein Wettkampf oder sowas. Deswegen ist das völlig in Ordnung. Deswegen benutze ich auch Autoklicker. Ich sage euch immer, wenn es kein Wettkampf ist und ihr keinem Spieler damit schadet, dann könnt ihr auch Autoklicker nutzen, um nachts AFK zu farmen oder sowas. Das finde ich in Ordnung. Das hier ist so ein bisschen wie Singleplayer. Man spielt halt alleine. Finde ich nice. Das ist in Ordnung. Da habe ich nichts gegen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel in Bad Wars Autoklicker benutzt, um schneller schlagen zu können, dann ist das für mich Cheating und das mag ich absolut gar nicht. Absolut überhaupt nicht. Ich bin komplett gegen Schummeln, Cheaten, Hacken. Aber was soll's. So, wir öffnen weiter Eier. Zwei Werewolf gerade, Epics. Nice. Aber ich hätte so gerne jetzt hier nochmal ein richtiges. Aber die Werewolves sind gut. Wenn ich noch ein paar Werewolf ziehe, kann ich tatsächlich auch einen Dark Matter Werewolf machen. Und der hatte ja 6, Legendary Grim Reaper, der zweite. Ich glaube, der hatte 8,57 Billionen. Das ist schon viel. Das heißt, wenn ich die Werwölfe, 1, 2, 3, 4, 5, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ja, da kann ich wahrscheinlich schon das erste Rainbow mitmachen und das dann zu Dark Matter umändern. Aber wir wollen auch noch Legendary Reaper. Mein Inventar ist voll. Gut, ich kümmere mich da schnell drum. Hab jetzt einen Vampire und einen Werewolf in die Dark Matter Maschine gesteckt. Jetzt heißt es natürlich, drauf zu hoffen, dass wir noch ein Multikill ziehen. Unsere Boosts laufen auch noch. Mal gucken, ob wir Glück haben. Beziehungsweise noch 5 Minuten und 10 Minuten. Ja, das sollte erstmal noch reichen. Und noch ein Legendary Grim Reaper. Der dritte ist gar nicht so schlecht, das Egg Opening bisher. Also, 3 Legendaries haben wir schon. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob wir heute noch ein Mythical bekommen. Ich habe erst ein einziges gezogen, ja. In all meinen Eckziehungen habe ich erst ein einziges Mythical gezogen. Sei mir gegönnt, würde ich sagen. Oh, noch ein Legendary Grim Reaper. Ich glaube 4 oder 5. Ich weiß es gar nicht. Lass uns kurz reinschauen. Ah, ich kann nicht. Ich glaube 4. Ich glaube, wir haben jetzt 4 Legendary Grim Reaper gezogen. Nice. Das heißt, wir können gleich schon einen goldenen Legendary Grim Reaper wieder machen. Das freut mich. So, noch ein Vampire-Bed. Ach komm, bisher geht's eigentlich ganz gut. Ein Mythical will ich haben. Ein einziges Mythical. Die Legendary-Chance steht ja hier auch nicht, ne? Bei dem goldenen glaube ich auch. Nee, da steht sie auch nicht dran. Aber da kann man es in golden ziehen. Aber da wird die Chance noch deutlich geringer sein. Und ich will natürlich die Pumpkin Cat. Also eine Pumpkin Cat hätte ich gerne. Und deswegen ziehen wir hier fleißig weiter. Ich werde so lange weiterziehen in diesem Event, bis ich es habe. Das ist ein Exclusive Pet tatsächlich. Das wird es nie wieder geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen ab geht's. Wir ziehen weiter. Pet Simulator X. Komm schon, gönn mir. Gönn! Ich will doch nur ein gutes Mythical Pet ziehen in 100 Millionen Candy. Ja, wir haben aber noch ein bisschen was. Wir stehen gerade bei 71 Millionen. Okay, das geht noch. Wobei, eigentlich haben wir schon ganz schön viel verzogen dann. Aber egal, wir ziehen durch. Wir ziehen durch. Wir werden das Inventar auf jeden Fall noch einmal füllen.
Und noch ein Epic Werewolf. Nice, die nehme ich auch mit. Die finde ich okay. Legendary Grim Reaper wäre mir natürlich lieber. Und am liebsten ein Mythical. Komm schon. Oh, da ist er doch. Der fünfte Legendary Grim Reaper. Damit können wir gleich wieder einen goldenen machen. Nice. Und weiter geht's. Weiter geht's. Gib mir Glück. Ich will das Mythical sehen. Ich weiß gar nicht, wie sehr die Spooky Boosts da eingreifen. Das kann man auch nirgendwo nachgucken. Traveling Merchant has departed. Ah, ich will den mystischen Händler haben. Jetzt müssen wir mal weiter gucken. Na, noch ein Vampire. Noch ein Vampire. Wir haben aber auch gerade ein Pech, ne? Wahnsinn. Komm schon. Ich spüre das. Wir kriegen heute noch Mythical, aber es ist ein Legendary Grim Reaper. Noch einer, nice. Aber vielleicht kann ich ja doch einen Dark Matter. Oh, noch ein. Oh, wir haben jetzt wieder Glück. Ich sag doch, wir haben Glück. Komm schon, Mythical. Ah. Komm. Ich verspüre das. Gib mir jetzt ein Mythical. Nein. Komm schon, weiter. Und? Ein Epic Werewolf ist auch in Ordnung. Wie gesagt, damit kann ich leben. So, 1 Minute 39 haben wir noch den Boost drin. Ist natürlich doof, wenn man dann immer schnell die Pets vergolden muss. Aber ist egal, wir machen weiter. Vielleicht sollte ich einfach ein paar Vampire-Bets... Also wenn wir jetzt wirklich so viele Vampire-Bets haben und ich die alle zu Dark Matter machen kann, dann werden wir irgendwann in der Zukunft auch einfach ein Giveaway machen, denke ich. Damit, wenn... Oh, noch ein Legendary Grim Reaper. Das heißt, wenn irgendjemand von euch mit Pet Simulator X gerade erst anfängt, davon hatten wir nämlich ein paar in den Kommentaren, dann kann ich ein paar, Bats verschenken, beziehungsweise für Giveaway. Warum denn nicht? Ja, ich meine, wenn ich so viele habe und die sind alle dann irgendwie auf Dark Matter, mache ich sie dann hoch, dann brauche ich sie ja nicht mehr, dann kann ich sie auch per Giveaway raushauen, um einfach Leuten den Start im Spiel zu erleichtern. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir helfen uns immer schön gegenseitig. Das haben wir immer gemacht. Ich möchte daran erinnern, dass damals beim Blade Simulator, oder wie hieß es? Blade Throwing Simulator, wir haben uns immer gegenseitig geholfen. Und das war mega nice. Das heißt, wir konnten immer aufeinander zählen. Und das sollte auch so weiterhin bleiben. Wir sind zwar jetzt gewachsen und größer, aber wir sollten immer noch als Team Zockmonster Legendary Grim Reaper zusammenstehen. Wirklich, das ist mir wichtig. Seid nett zueinander, helft euch gegenseitig. Und dann passt das schon. Verschenkt nichts, was ihr selber auch nur einmal habt. Aber wenn ihr irgendwas habt, was ihr zu oft habt, dann helft doch den anderen. So, was haben wir hier? Vampire Bat. Wir haben noch 14 Sekunden. Das heißt, wir können noch ziehen. So, einen können wir noch. Da muss ich das nochmal boosten. Komm schon. Ah, kein Glück. So, das heißt, wir öffnen gerade nochmal. Oder warte mal, bevor wir jetzt den neuen eins ziehen wir noch. Ah nein! Ultra Lucky Boost ist vorbei. Okay, Inventar ist auch gerade voll. Das heißt, ich kümmere mich schnell nochmal. Weiter geht's. Lucky Boost activated. Wir haben wieder Platz. Und, Vampire Bat. Wir haben unseren Streak jetzt natürlich ein bisschen abgebrochen. Aber es macht nichts. Das ist alles Aberglaube. Streak und so weiter. Aber, und direkt noch ein Legendary Grim Reaper. Nice. Wir konnten auch einen vergoldenen gerade. So, weiter geht's. Was haben wir denn hier? Ja, genau. Perfekt. Easy. Easy. Wir ziehen durch. Wie viele Millionen haben wir denn noch? 40, glaube ich, ne? Ah, 45. Wir ziehen weiter. Großes Opening hier. Aber immer noch kein Mythic. Oh, ich gönn's mir ja ein bisschen, muss ich sagen. Oh, aber noch ein Legendary Grim Reaper. Nice. Also ich muss sagen, die Legendary Grim Reaper, da kommt man noch dran. Die sind zwar schon deutlich seltener als zu dem 666K-Ei, aber man kommt wirklich noch dran. Komm schon. Und? Ich schwöre euch, ne? Wenn jetzt ein Mythic kommt, ich stehe einfach auf, raste aus und das Video ist zu Ende. Herr Wolf, Epic. Komm schon. Ah, Legendary Grim Reaper nehme ich auch. Danke. Aber jetzt ein Mythic und... Ah, Vampire. Ich will doch nur ein Mythic. Legendary Grim Reaper. Oh, die kommen aber jetzt häufiger, oder? Jetzt mal ernsthaft. Oder bilde ich mir das ein? Ah, noch ein Vampire. Komm schon. Ich will keine Vampire mehr. Komm. Noch ein Vampire-Bett.
Legendary Grim Reaper. Nice. Und? Vampire Band. Boah, wir ziehen so viele Grims gerade. Krass. Ich bin selbst überrascht. Ich sag ja, ich hab's im Gefühl. Ich hab im Gefühl, dass wir noch einen Mythic ziehen heute. Epic Werewolf nehmen wir auch mit. Und weiter geht's. Aha, noch ein Epic Werewolf. Übrigens, wie gesagt, am Anfang des Videos, falls ihr jetzt noch da seid und gerade noch weiterguckt, ihr seid die Besten und smasht den Like-Button. Hinterlasst mir einen Daumen. Ihr könnt ja, während ihr einfach guckt, während ich öffne, schnell das Däumchen nach oben klicken, damit das Video geboostet wird. Aber jetzt... Und... ihr könnt natürlich auch die ganze Zeit in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, ich kriege eins oder nicht. Während das Video noch läuft. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber ich glaube nicht. Ihr könnt auf jeden Fall mitfiebern hier. Noch ein Epic Werewolf. Wir müssen das, glaube ich, mal live machen. Schreibt mir doch einfach auch mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt. Ein Live-Egg-Opening, wo ihr einfach mitfiebern könnt. Da stelle ich mich hier einfach hin und öffne Eier. Noch ein Epic Werewolf. Okay, ich meine, die sind ja nice, aber jetzt langsam könnte das Mythische noch langsam kommen. Ich werde jetzt ein bisschen nervös, muss ich gestehen. 27 Millionen. Wir haben jetzt ungefähr 100 Millionen schon verdonst. 27 haben wir noch. Und? Wieder nichts. Oh. Komm schon. Am besten, ich mache einfach so lange Egg-Opening-Videos, bis das Mythische kommt. Bis das Mythische kommt und ich hier komplett ausraste. Aber es kommt einfach nicht. Und noch ein Legendary Grim Reaper. Da freue ich mich aber auch. Also den finde ich auch gut. Wollen wir ja nicht hier... Wir wollen den Pet Simulator X-Gott ja nicht verstimmen. Legendaries mag ich auch. Dankeschön. Kuss auf deine Glatze. So, weiter geht's. Noch einer. Alter, jetzt ist aber gut. Ah, ich sehe schon. Du magst das, Pet Simulator X-Gott. Wenn ich deine Glatze küsse, kriegst du 3 Stück für den Mythic. Komm, 3 für den Mythic. Mythic, nicht Epic. Ich meine, man kann das verwechseln, aber man sollte nicht. Und... Ah. Oh, komm schon. Viel haben wir nicht mehr. Viel haben wir nicht mehr. 18 Millionen noch. 18 Millionen noch und... Keine Chance. Es wird uns nicht gewährt. Es wird uns nicht gewährt. Jetzt langsam werde ich nervös. Ich glaube nicht, dass wir mythic ziehen. Hm. Noch ein Vampire. 15 Millionen noch. Und... Jetzt kommt ja gar nichts mehr hier. Komm, ich streichel deine Glatze. Wie passend. Epic Werewolf. Komm schon, weiter geht's. Ach, ich will doch nur einen Mythic ziehen. Einen Mythic. Da muss doch einfach nur mal einmal so richtig überlucky. Komm schon. Sei doch nicht so. Sei doch nicht so. Ich kann nicht den ganzen Tag ziehen, um das zu kriegen. Wobei ich das echt mir wünsche. Heinz. Oh Gott. 1 Billion für das Spooky Upgrade, um noch eine höhere Mythic Chance zu bekommen. 1 Million. Wisst ihr, was ich auch vielleicht glaube? Vielleicht muss man einfach das Mythical, also das Mythical Upgrade bei Spooky auf 5 haben, um die Katze überhaupt kriegen zu können. Das wäre auch noch eine Option, die sein könnte. Einfach mal eine Theorie in den Raum geworfen. Mein Inventar ist schon wieder voll. Nein! Die letzten 9 Minuten. Wir haben noch 7 Minuten Boost. Das sollte ausreichen. Das heißt, wir ziehen jetzt noch die letzten 9 Millionen Candy. Vampire Bed. Und dann werde ich gleich noch ein paar in die Dark Matter Machine stecken. Epic Werewolf. Ein Legendary bräuchten wir noch. Da könnte ich noch ein Rainbow machen. Na? Vielleicht haben wir es Glück. Vielleicht. Ich hoffe. So, weiter geht's. Ich habe so auf Mythical gehofft, aber ich verliere die Hoffnung. Ich meine, es kann immer noch das Letzte sein. Das Letzte, was ich gleich ziehe, wird sein. Ich habe das im Gefühl. Ja. Weiter geht's. Aha, immer noch nicht. Jetzt ist es ja ganz schlecht. Nur noch Vampires. Lass mich nicht... Oh, da ist noch ein Legendary Grim Reaper. Die Legendary Grim Reaper sind tatsächlich echt auch... relativ selten geworden, aber die kommt trotzdem noch sehr, sehr häufig. Aber ich hätte so gerne einen Mythical. Eins habe ich selbst gezogen, tatsächlich. Wie gesagt. Und das letzte Ei. Leider nicht. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr Egg Openings findet, ob euch das Ganze gefallen hat. Mir tatsächlich gefällt es sehr. Es ist ein bisschen Spannung und
Ah, und wir haben echt eine Menge Profit gemacht. Wir haben wirklich eine Menge Profit gemacht. Das heißt, ich habe echt viele Pets jetzt in der Dark Matter Machine. Ich kann jetzt noch einen Rainbow machen. Ich kann jetzt noch einen Rainbow Legendary Reaper machen. Den tatsächlich könnte ich den auch in die Dark Matter Machine stecken. Aber ich glaube, damit warte ich noch ein bisschen. Und dann schauen wir mal. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin stärker geworden. Und vielleicht kann ich damit auch in der nächsten Nacht mal die große Kiste fahren. Ich hoffe, euch hat das Egg-Opening gefallen. Falls ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo und smasht den Like-Button. Ich würde mich sehr freuen. Bis morgen, euer Zockmonster. Ciao.